Gemeinsam gegen Rassismus unter dem Motto Vielfalt gegen Einfalt. Der Integrationsbeirat der Stadt Schweinfurt begeht den Internationalen Tag gegen Rassismus. Seit 4 Jahren beteiligt sich der Integrationsbeirat der Stadt Schweinfurt am Internationalen Tag gegen Rassismus. Federführend für die Aktion war der Caritas Schweinfurt. Der Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt, Sebastian Remele, übernahm die Schirmherrschaft. Darüber hinaus beteiligte sich der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Diakonische Werk, das Bündnis für Toleranz und Demokratie Schweinfurt ist bunt. Zudem waren die Schulen aus Schweinfurt und Schonungen, die sich offiziell Schulen ohne Rassismus nennen, Schulen mit Courage, waren bei dieser Aktion dabei. Jo, mein Name ist Corinna Lindacher, ich bin Lehrerin an der Fachoberschule, Berufsoberschule hier in Schweinfurt. Wir sind heute hier, weil es die internationale Woche gegen Rassismus ist und die Diakonie hat gemeinsam mit dem Integrationsbeirat der Stadt Schweinfurt diese Aktion hier ins Leben gerufen. Wir sind Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist ein bundesweites Projekt, an dem über 2000 Schulen teilnehmen. Wir verpflichten uns an unserer Schule dafür zu sorgen, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir uns in Toleranz üben, dass wir Rassismus begegnen wollen. Und 3 andere Schulen, die Realschule Schonungen, die Sattler-Realschule und die Rathenau-Realschule sind auch heute da. Das ist jetzt gerade unsere Standschicht hier. Und wir sind hier mit unserer Integrationsvorklasse. Da haben wir Schüler aus Eritrea, aus Afghanistan und aus Syrien dabei. Und die lernen sich jetzt auch gerade so ein bisschen kennen. Die andere Klasse ist eine Sozialklasse, eine 12. Sozialklasse. Und wenn wir fertig sind, müssen wir wieder in die Schule. Unterschiedliche also Sachberichte. Ja, mein Name ist Judith Gläser von der Fachstelle für gesellschaftlichen Zusammenhang beim Caritasverband in Schweinfurt. Und ich habe mir dieses Jahr gedacht, dass wir den 21.03., das ist der Internationale Tag gegen Rassismus, mit einer Aktion auf dem Georg-Wichtermann-Platz begehen. Und habe die anderen Wohlfahrtsverbände gefragt, habe Schweinfurt ist bunt gefragt, habe die Schulen ohne Rassismus gefragt und habe mich sehr gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Und wir an unserem Stand von der Caritas machen eine Fotoaktion gegen Rassismus und da habe ich auch schon ganz viele Fotos. Man soll den Slogan vervollständigen, den der Herr Remele, der Schirmherr der Aktion ist, auch schon vervollständigt hat. Und die Fotos kommen dann auf die Caritas-Homepage. Und wir haben ein kleines Quiz zu Vorurteilen, dass die Denkweisen aufgedeckt werden. Ja, und ich glaube, das ist heute bei dem Wetter vor allem ein schöner Tag geworden. 1, 2, 3. Ja. Super. Gut. Und da hat er rumgegangen. So, jetzt bin ich bei Schweinfurt ist bunt. Hallo. Was sagen Sie zu der Aktion? Also ich bin überrascht und auch erfreut, dass so viele Schüler da sind, die auch mitmachen, nicht nur hierhin bestellt worden sind, sondern die sind dabei, die haben hier verschiedene Aktionen gemacht. Also da kann man eigentlich zufrieden sein. Es ist halt mit den Menschen, die hier auf dem Platz laufen müssen, da ist halt heute der Publikumsverkehr leider nicht so toll. Aber ansonsten, gute Sache, guter Tag. Der spricht.